Hi und willkommen zu einer neuen Folge von DG Backstage. Nach 4 Wochen endet leider schon das Abenteuer Urlaub ohne Eltern für Jeppe, Ruben, Luke, Marc und Alexei, denn die 5 Jungs treten heute ihre Heimreise an. Für 2 von ihnen habe ich aber noch eine kleine Überraschung. So, hier ist jetzt der Zug, in dem die beiden sein sollen. Ich steige jetzt mal ein. Mal gucken, ob ich die beiden finde. Ich muss mich jetzt erstmal durchtummeln. Na, bisher sehe ich sie noch nicht. Ja. Alles klar, hier wird jetzt ein bisschen lauter, also ich kann ein bisschen mitspielen. Nein, das ist ein bisschen kaputt. Alles klar, die Tür will nicht aufgehen. Wo? Die Tür geht nicht auf. So, ich guck mal, wo die Jungs jetzt sind. Ich glaube, hier auf der Toilette sind sie nicht. Da vorne sind sie doch, glaube ich. Da müsste er, glaube ich, sein. Ich sehe den Jeppe da gerade schon. Hey, was geht ab? Alles gut. Was machst du? Alles gut. So, Marc, ich würde sagen, du setzt dich einfach hier hin und dann können wir uns ein bisschen besser unterhalten. Die Überraschung ist auf jeden Fall jetzt erstmal gelungen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, wir reden genau. Deswegen haben wir gerade über unsere Backstage geredet. Geil. Warst du in Amsterdam? Wie fandst du? So geil. Wir haben so viele neue Erfahrungen. Was habt ihr so gemacht? Skydiving, Wasser, Wakeboarden und so. Schon richtig heftig. Wie habt ihr euch sonst einander verstanden? Alles gut oder hat sie mal irgendwie Streiterei? Niemals. Wir hatten nicht einmal Streit. Also gar nicht Streit? Wir hatten nicht einmal Streitigkeiten. Ihr habt ja mega viel gemacht. Ja. Ne? Aber was würdet ihr sagen, was war das Beste, so was ihr gemacht habt in der Region? Also so von den Aktionen, glaube ich, war für mich Aquaplaning das Geilste. Wo du mit dem Auto gedriftet bist. Ach, ja, krass, ja. Geil. Das hätte ich auch gerne gemacht, muss ich sagen. Ja, das war eigentlich geil. Ich glaube, von der Action her war das Geilste für mich, so Flyboard. Also, das habe ich noch nie gemacht, war eine neue Erfahrung. So. Ja. Aber von der Gruppe her, glaube ich, schon eine Abschlussparty, wo wir dann nach dem Kreis schauen. Ja, Und ja. So. Und war das Party? Viele Leute? Viele Leute. 20 Leute oder so. Krass, dann war eure Party wahrscheinlich sogar besser als unsere. Ich glaube. Echt? Haben hier Cola-Pong gespielt. Ja. Cola-Pong, ja, wie hat das so mit dem Wäschewaschen und so generell? Was hat geklappt, was hat nicht so geklappt? Also ganz zum Schluss war auf jeden Fall richtig schlecht. Ich hatte gar keine sauberen Socken und so weiter. Und die ersten Tage haben wir einfach nur mit Shampoo gewaschen. In der Badewanne oder irgendwie? Nein. Einfach in die Waschmaschine. Alles reingedrückt. Und unsere Küche. Ja, oh. Unsere Küche sah aus wie im Saustall. Hat das so angefangen, so direkt nach der ersten Woche? Nein, direkt am ersten Tag. Nach der ersten 2 Tagen war es komplett los. Alles komplett. Wie war das eigentlich mit dem Essen? Also ich habe sehr viel mitbekommen, dass viel, also ich weiß nicht, ob du auch gekocht hast. Ich meine, dein Bruder hat gesagt, du kannst auch gut kochen. Alex konnte auch kochen, wie war das? Alex? Also Ruben konnte auch kochen. Ruben hatte irgendwas Asiatisches. Als Ruben kann gar nicht. Wenn Ruben und Alex in der Küche waren, da war wirklich Feueralarm los. Wirklich, der zweite Feueralarm. Dann was habt ihr irgendwas in der WG so vermisst? Also eure Familie oder so? Also ich habe es ehrlich gesagt ganz gut ausgehalten ohne meine Familie. Ich glaube, ich kann noch einen Monat. Also ich habe es gut ausgehalten, aber ich habe schon meine Mutter und so weiter, meine Brüder vermisst. Ja, das ist ja Freunde natürlich. Ja, vor allem, man macht ja auch einfach so viel, dass man, sag ich mal, keine Zeit hat, irgendwas zu vermissen. Und die Jungs sind ja so wie deine zweite Familie. Das hast du schön gesagt. Sehr schön gesagt. Ja, ne? Was werdet ihr so am meisten aus der WG vermissen, so, wenn ihr jetzt wieder zu Hause seid? Ich glaube so unter anderem auf jeden Fall so Alex Haarföhn. Die Geräusche, die von Alex Haarföhn kommen. Jeden Morgen eine halbe Stunde Föhn. Ja, wirklich jetzt. Das hatte seine Mutter mir schon am Anfang erzählt, als ich bei der Homestory da war. Hat sie mir schon erzählt, das kann was werden. Wer war so der Ordentliche von euch? Alex. Alex, 100% Alex. Wir beide sind unordentlich. Mit Ruben. Nein, wir beide wirklich. So in der Küche und so, wir haben alles stehen gelassen. Wir meinten immer so, Eltern sind nicht da, komm, egal, wir lassen es stehen. Alex immer so, wir dachten uns schon nach dem ersten, zweiten Tag so, wir dachten uns direkt so, ohne Eltern, wieso sollten wir das machen? Und Alex meinte immer, komm, lass uns das nochmal aufräumen und so. Was sind denn eure Pläne jetzt? Erstmal, wenn ihr nach Hause kommt, wer erwartet euch da? Ja, ich glaube, so meine Mutter, meine Brüder. Wie war der Kontakt? Ja, nur am Telefonieren. Aber bei mir ist so, meine Eltern holen mich in Hamburg ab. Ja. Und dann fahren wir zusammen, dann ein bisschen was quatschen. Kannst du auch schon ein bisschen auf der Fahrt erzählen. Ja, ne? Dann zu meinen Geschwistern halt nach Hause. Ja. So, Jungs. wie ihr hört, ich muss aussteigen. War mega cool, noch mit euch zu reden. Ich wäre auch gerne noch bis Hamburg mitgefahren. Haltet auf jeden Fall den Kontakt. Das wird jetzt mega ungesund sein, erstmal zu Hause wieder alleine zu sein. Lasst auf jeden Fall den Kontakt nicht hängen. Und, mega nice, dass du da warst. Ja, fand ich auch cool.
Hey, wir sehen uns. Bis dann. Ciao, rein. Ne? So, die beiden Jungs sind in ein paar Stunden wieder zu Hause bei ihren Familien. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das bei mir war, als ich wieder nach Hause kam. Es war irgendwie schön, aber auch komisch zugleich. Und was die anderen Jungs erleben bei ihrer Heimkehr, das erfahrt ihr in den nächsten Backstage-Folgen auf ZDF TV oder in der TV-App. Bis dann, macht's gut und ciao.